Willkommen zu einem weiteren Let's Play Lords of Football. Es wird jetzt anders laufen hier bei den Folgen. Ich werde ab jetzt immer drei Spiele, Saisonspiele aufnehmen. Denn ansonsten wird das ein bisschen langweilig. Immer nur eine Trainingseinheit, ein Spiel. Beziehungsweise ein Spiel, zwei Trainingseinheiten. Und von daher wird das Video zwar etwas länger, aber ich denke mal, das wird schon okay sein. So, gucken wir uns jetzt an, wer wieder was zu trainieren hat. Der hier ist das, der muss hier auch. Ne, der muss hier. Die zwei auch da. Der soll laufen. Der hier soll eigentlich. Ach, den lassen wir einfach mal schießen. Da ist einer, der braucht nur. Nein. Ach. So, der kann die Schnelligkeit machen, aber er braucht. Die Kondition für Fitness. Ja, machen lassen wir einfach mal. Hier ihn das machen. Hier läuft alles okay. Jeder hat diese. Nein. Diese Trainingseinheit, der kommt dahin. Was hat der hier? Also manchmal hauen die Spieler hier einfach ab, was einen so ziemlich so ein bisschen auf die Nerven geht. Aber okay. So, die müssen das jetzt alle haben. Ja, muss ich hier irgendwas anderes haben, aber wir gucken mal. Ja, der hat das Decken jetzt auf einen, also ja, Decken auf 91. Trainieren einfach mal Zielstrebigkeit. Da hat er nur 74. Da kann er etwas besser werden, ne? So. Ich mach mal ein bisschen schneller. Damit wir müssen ja nicht die ganze Zeit immer beim Training zugucken. In der Zeit trinke ich mal etwas. Oh, Energie. Massage. Massage. Okay. Alle trainieren. So, dann machen wir wieder mal das Tempo was schneller. Damit das bisschen vorangeht und wir zum nächsten Spiel kommen. Aber wir könnten... das öffentliche Training ist vorbei, ist okay. Nee. Machen wir auch Training zu Ende. Gucken uns noch mal in der Zentrale um. Keins Infos, da will ich nicht hin. Wettkämpfe. Im letzten Spiel haben wir gegen die Frankfurter Gladiators 1-0 gewonnen. Unser nächstes Spiel ist gegen Berlin Grizzlies. Die sind auf dem 17. Platz. Haben aber das letzte Spiel gewonnen. Das heißt, wir müssen definitiv aufpassen.
Oh, wir haben 2 Punkte Vorsprung vor München. Vor Münchner Saints. Okay. So, können die sich jetzt besorgen? Das Party machen. Ich glaube, ich werde das auch so machen, dass ich mal das Training etwas noch früher ab. Also jetzt nach dem Spiel, je nachdem, sage ich mal, wenn die jetzt gewinnen, werde ich das Training nach der Hälfte beenden, damit die mal vielleicht etwas mehr, ja, wie soll ich sagen, mehr Freizeit haben. Und ja. Aber los geht's. Mal schauen, wie das Spiel. Boah, stark. 5-1 Sieg. Schon in der ersten Minute haben wir hier ein Tor gemacht. Das ist super. Ja, jetzt haben wir wenigstens unseren Sieg. Das bedeutet, wir haben 3 weitere Punkte und kommen einen Schritt näher zu unserem Ziel. Einige unserer Spieler könnten heute aufs Training keine Lust haben. Er hat ein Bolognese in der Büsche gestartet. Er hat eine Party so. Super. Sehr. Partysucht. Dann kann der mal direkt in den Sechsweg spielen. Dann machen wir hier jetzt mal eine Strafe. Party. So. So. Und die gehen danach nicht noch einmal auf eine Party. Der hat eine Esssucht. Ist. Ach du Scheiß. Klinik. Naja. Essen. Aber hier mal das Glücksspiel weg. So. Okay. So. Wir gucken jetzt mal. Trainieren die jetzt hier nicht? Sonntagfähigkeiten. Der hat Torschuss. Kann er auch Torschuss machen? Die hier. Der hier. Kreativität. Auch hier trainieren und den lassen wir mal so. Hier braucht der braucht Kraft, dann lassen wir den auch mal in den nagelneuen Fitnessstudio. Kraft, genau, Kraft trainieren. So, Torwart, der braucht hier was anderes eigentlich, aber lassen wir mal so. Grundfitnesstraining kann er auch hier machen. Grundfitness, Grundfitness, Kondition. So. So, einmal passen. Passen, passen. Decken und der kann jetzt im Passen gehen. So. Das bleibt alles, ist okay.
So, ich werde jetzt mal das Training Schluss machen. Gucken wir auch erstmal in der Klinik. Ja, bleibt. So, Zentrale. Wie sieht's in der Tabelle aus? 5-1 gewonnen, das ist sehr gut. Aber Dortmund sowie München haben auch gewonnen. Aber okay. Mal sehen, vielleicht geht's denen ja jetzt gleich auch wieder was besser. Ich hoffe es zumindest. So, dann lassen wir das Bild jetzt. Ein bisschen hoch. Vier Leute sind im Casino. Gucken wir uns mal das Casino an. Ja, wir haben ja hier noch das offen, den Filter. Glücksspielautomat. Ego trifft einen Spieler. Ach, wir können das hier ändern. Ha, ist ja auch cool. Wir können also das dahinter, das habe ich auch noch gar nicht gemerkt. Beziehungsweise also bewusst. So, und wir spielen. Oh, Pokal. Im Pokal geht's gegen Düsseldorf. So, simulieren und 6-0 Sieg. Wieder mal in der ersten Minute. 40. Minute. 7, 12, 68 und 86. Minute. Es läuft doch bei uns. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Einige unserer Spieler könnten keine Lust haben. Das ist mir jetzt aber egal. So, mal gucken nochmal. Ach, hier haben die Ego trifft einen Spieler. Glücksspielautomat. Was können wir hier ändern? Können wir nicht. Doch, Ego. Boah, das ist ja da. Hier können wir. Okay, Sex Speed Dating. Oder Alkohol. Machen wir hier Sex Speed Dating. Wer ändert das jetzt? Ach du Scheiße. Kriegen wir Spiel. Erwischt. Direkt mal Straftraining machen. Hier, die lassen wir mal. Jetzt machen wir hier mal passen. So. Fanclub. Hat der ja das Teil da. Schokoladenparty. Aber meine Schokoladenparty. In der Disco. Ach du. Okay. Das können wir jetzt auch mal ein paar Tage so lassen. Restaurant, kann man da was essen? Nee, Alkohol, Weinprobe.
Tages... Ja, komm, machen wir mal eine Weinprobe, ne? Muss auch mal sein. So. Spiele ich für Minus klein. So, wie sieht es hier beim Training aus? Hat Steiner für... Was macht der? Ah, Gott. So, wer macht das? Da wird gelaufen, hier wird Kraft und alles. Was hat er jetzt für eine so Glücksspielsucht? Ach ne, der hatte Ego. Nebenplatz, Party, Strafe, Ego. Nehmen wir mal Ego, das kann der auch direkt mal hier üben. Kann er erstmal hier alle Schuhe putzen. Ach ja, mit der hat das geübt. Ah, der hat hier was mit dem Essen, die Probleme. Aber okay. Zielstrebigkeit. So und so soll der trainieren. Okay. Nein. Hier, der soll zum Schießen. Die zwei müssen decken. Und der muss, ich weiß nicht was. Aber das da bleiben. Der hat auch genug. Den sollten wir jetzt auch mal zum Decken gehen. Wie sieht es hier aus? Der hat genug Kraft. Der sollte auch zum Schießen, haben wir jetzt gesagt. So. Ja, ich weiß aber jetzt nicht, wie das mit dem, wie sieht das denn hier aus? Gut, wenn der jetzt natürlich seine Strafe, also das hier runter hat, dann können wir den auch direkt, also normal trainieren lassen. 5. Ah, der muss sogar so viele Schüsse aufs Tor, glaube ich, machen. Und 0. Können wir den auch aufs Tor schießen lassen, normal. Ist ja noch ein Platz frei. Ich hoffe, das war für den eine Lehre. So, wie sieht es bei dem aus? Der hat auch neu. Wenn noch mal schnell, was der noch trainieren soll. Ja, und wir haben einen Verletzten, ist ja super. Hallo? Hallo. So, jetzt soll er laufen. So, der soll jetzt Pass spielen. Kann er jetzt hier mit dem machen. Ja, das öffentliche Training ist vorbei, ist schön. Ja, okay, komm. Beenden wir das Training auch komplett. Machen mal auf Schnelllaufen. Und gucken uns gleich mal dann das dritte Spiel an. Kretschmer ist verletzt. Setze ihn beim Physiotherapeuten ab, nachdem er durchgecheckt wurde. Nächstes Mal. So.
machen wir mal wieder auf Full Speed. Ich bin gespannt, gegen wen wir jetzt spielen. Und wann wir überhaupt wieder neue Trainingseinheiten bekommen. Ich habe mir auch überlegt, die wichtigen Spiele wie jetzt gegen München und Dortmund, die werden wir uns auch mal wieder live anschauen. Das haben wir ja jetzt wieder länger nicht mehr gemacht. Und ja, wir spielen jetzt gegen Hoffenheim Thunders. Mal schauen, wie das Spiel ausgeht. Und das ist eine Niederlage. Shit. Details. Ja, unsere Spieler waren nicht wirklich... Naja. Das ist natürlich jetzt... blöd. Die letzten Spiele so schön... recht hoch gewonnen. Und jetzt kommt wieder sowas. Du hast einen guten Job gemacht, indem du das technische Können der Mannschaft so sehr trainiert hast. 300 Punkte trainiert. Du wirst die neue Trainingseinheit, um die du gebeten hast, für den kleinen Platz bekommen. Auf dem kleinen Spielfeld ist jetzt Dribbeltraining möglich. Das ist wichtig. Das können wir echt gebrauchen. Dribbling. Zack. Viele Leute können das mitnehmen. Einige. Okay, Leute, damit war es das für dieses Video. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und ich sag mal, bis zum nächsten Mal.